Wir wollen darüber sprechen mit Professor Christian Böttger, Mobilitätsforscher. Vielen Dank, dass Sie sich heute Morgen die Zeit nehmen. Guten Morgen, Herr Professor. Ja, guten Morgen. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass es am Ende ein 49-Euro-Ticket geben wird, im Abo aber nur. Glauben Sie, das kann in irgendeiner Art und Weise an den Erfolg des 9-Euro-Tickets anschließen? Nein, ich glaube, es kann nicht daran anschließen und ich glaube, es ist auch gut so. Also das 9-Euro-Ticket war aus meiner Sicht sehr problematisch. Es ist ja auch medial sehr positiv berichtet worden, aber die vielen Fälle von überfüllten Zügen, bei denen viele auch Stammkunden nicht mehr mitfahren konnten, bei denen Behinderte nicht mehr mitfahren konnten, das war schon ein Riesenproblem. Und ich glaube, mit dieser Abo-Lösung würde man also diese Gruppe, die dann wirklich nur fallweise mal fährt, und überhaupt nicht mehr steuerbar ist, die würde man damit schon mal ausschließen. Deswegen ist es zumindest ein Schritt in die richtige Richtung, wenn man das Ganze nur als Abo-Lösung verkauft. Aber welches Modell würde dann aus Ihrer Sicht am meisten Sinn machen? Denn schließlich wollen wir ja alle eigentlich auf den ÖPNV umsteigen. Aber in Deutschland ist es ja immer noch ein großes Problem, was zum Beispiel was das Thema Pünktlichkeit angeht. Wir haben ein massives Qualitätsproblem, wir haben ein massives Kostenproblem im Nahverkehr und das lösen wir nicht dadurch, dass wir es billiger machen. Also das 49-Euro-Ticket, gerade als Abo, wird deutlich attraktiver sein für die Leute, die, ich sag mal, im Speckgürtel der Städte wohnen. Das sind die, die wirklich sparen werden, die in der Stadt selber wohnen. Die haben heute schon eine Monatskarte, die oft 60 oder 70 Euro kostet. Für die ist der Unterschied gar nicht so groß. Aber die im Speckgürtel wohnen, die schon heute sehr weit pendeln, was wir eigentlich gar nicht wollen, das sind die großen Profiteure dieser Änderung. Die Leute auf dem Land haben davon gar nichts. Und wir haben im Kern eben das Problem, dass die Kosten steigen im Nahverkehr, also gerade die Energiepreise steigen und die Lohnkosten sind zuletzt gestiegen. Und wenn wir also keine nachhaltige Finanzierung hinbekommen, dann wird die Qualität auch nicht in Ordnung sein. Und das ist das, was wir erleben. Und deswegen muss ich also sagen, dass mir diese fanatische Debatte darum, dass wir sagen 49 oder 59 oder 39 Euro, die geht mir eigentlich an dem Kernthema vorbei. Wir müssen sehen, dass der Nahverkehr ordentlich finanziert wird. Wir müssen sehen, dass er eben auch überall da ist, wo Menschen fahren wollen und dass dafür eben das Geld zur Verfügung steht. Und dann müssen wir uns Ticketing-Systeme ausdenken. Und also nur zu sagen, wir machen Bahnfahren billiger und kümmern uns nicht um die Qualität, das finde ich also sehr, sehr bedenklich. So zuletzt gab es ja doch etwas nachdenklichere Aussagen dazu, auch von Seiten der Länder. Also ich habe noch Hoffnung, dass es in die richtige Richtung geht. Es muss also auch investiert werden in die Bahn, in die Strecken. Das hören wir immer öfter. Aber es geht ja hier jetzt auch nicht nur um die Entlastung der Menschen, sondern was auch immer wieder als positiver Effekt des 9-Euro-Tickets genannt worden ist, sind die Entlastungen des Klimas. Glauben Sie denn, oder ist das sogar eine Ihrer Kritikpunkte? Mehr Leute steigen jetzt vom Auto in den Zug. Das ist fürs Klima gut, aber Sie sagen, das ist ansonsten eher problematisch auch? Also die Marktforschung, die bisher vorliegt, zeigt, dass also etwa 10% der Fahrten mit dem 9-Euro-Ticket tatsächlich verlagert waren. 90% waren zusätzliche Fahrten. Und zusätzliche Fahrten heißt, sie schaden dem Klima eher, als dass sie nützen. Also in Summe hat das 9-Euro-Ticket dem Klima eher geschadet als genützt. Und deswegen, das wird dann immer so als zweites Argument nachgeschoben. Aber man muss sehen, wenn man tatsächlich mehr fürs Klima tun will, dann muss man eben sehen, dass der öffentliche Nahverkehr eben so ausgebaut wird. Und das Kernproblem ist eben, dass der Nahverkehr sich bislang von Corona nicht erholt hat. Viele Leute sind aufs Auto umgestiegen. Und wie gesagt, wir haben also in vielen Städten doch massive Qualitätsprobleme und die Systeme sind alle nicht dafür gerüstet, Wachstum tatsächlich auch zu ermöglichen. Ja, also wir haben heute schon einige Städte, in denen also die Kapazität am Rande sind. Also wenn Sie den Hamburger Hauptbahnhof sich anschauen, der musste mehrfach gesperrt werden und komplett geräumt werden in der Zeit des 9-Euro-Tickets. Und also deswegen, wenn mehr Geld zur Verfügung steht, dann sollte es zur Verfügung stehen, um den Nahverkehr auszubauen. Das halte ich für richtig und notwendig, aber nur Fahren billiger zu machen, ohne eben Kapazität und Qualität anzugehen, das ist aus meiner Sicht keine nachhaltige und keine umweltfreundliche Strategie. Heißt das, Herr Professor Böttger, also dass Qualität über der Quantität stehen sollte?
Gut, also man muss sehen, gerade beim Pendeln habe ich natürlich immer die Frage, wie viel Qualität will ich ermöglichen? Also wenn ich wirklich im Berufsverkehr in eine große Stadt reinfahre, kann ich dann den Anspruch haben, einen Sitzplatz zu bekommen? Also da muss man immer schon fragen, welche Qualität ist eben tatsächlich angemessen? Wir haben in Deutschland einen sehr hohe Qualität, auch einen sehr hohen Qualitätsanspruch seitens der Menschen. Und natürlich muss man eben damit leben, dass man sagt, wenn viele Leute zur gleichen Zeit fahren können, kann nicht jeder einen Sitzplatz bekommen. Aber wir müssen schon sehen, dass die Züge halbwegs pünktlich fahren und wir müssen sicherstellen, dass Leute morgens in ihre Züge reinkommen. Und während des 9-Euro-Tickets, ich kenne also Fälle von Leuten, die gesagt haben, ich steige aufs Auto um, die sind übrigens marktforscherisch auch nie erhoben worden, weil ich mir nicht sicher sein kann, dass ich an meiner Station morgens einsteigen kann, weil der Zug schon vorher überfüllt ist. Und das muss eigentlich sichergestellt werden, dass jeder vernünftig mitfahren kann. Und das gilt natürlich auch oder erst recht für Behinderte. Und auch das war eben in den letzten Monaten nicht möglich. Professor Christian Böttger, wir danken Ihnen für dieses Gespräch. Sehr gerne.